Hey Shakers, ihr seid beim Gaming Booster Test gelandet. Ich habe hier von Just Legends eine coole Portion stehen. Es ist eine Mystery Portion. Der Adventskalender zieht noch nach bei uns. Ich erzähle euch gleich mal, warum das hier trotzdem noch relevant werden kann, falls ihr uns nicht kennt. Wir sind Colin und Dennis TV. Ich bin Dennis. Ich hol schnell Eis und dann geht's ab. Bis gleich. So Leute, jetzt geht's ab. Also wir hatten den Just Legends Adventskalender, da waren coole Mystery-Proben drin. Ich muss aber ehrlich sagen, irgendwann haben wir den Faden verloren, sind nicht mehr ganz hinterhergekommen. Da haben wir also noch so ein paar Dinge liegen, die wir nachholen müssen. Viele könnten sich jetzt vielleicht fragen und sagen, Mensch, der Adventskalender ist doch jetzt vorbei, wen interessiert denn das noch? Gut, diese Mystery-Proben, die ist mittlerweile aufgelöst. Ich weiß also, was hier drin ist. Es müsste eine Blutorangen-Portion sein. Es kann natürlich immer mal sein, dass diese Sorte eben wirklich noch auf den Markt kommt. Deswegen würde ich sie auf jeden Fall probieren und euch auch gerne hier mal meine Meinung teilen. Der Drink bei Just Legends kommt ohne Taurin daher. Es ist kein Zucker enthalten, nur natürliche Geschmacksstoffe. Und hinten steht noch drauf, das Ganze ist damn tasty. Dann gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Natürlich gilt auch, wer sich etwas genauer über diese ganzen Inhaltsstoffe und Zusammensetzung informieren will, schnell auf die Just Legends Homepage. Da ist das natürlich alles super aufgeführt. Hab gerade geschaut, die Portion braucht einen halben Liter stilles Wasser. Ich habe hier schon ordentlich Eiswürfel drin. Dann holen wir mal hier die geile Gigagelle. Ich weiß, liebes Just Legends Team, ist eine andere Marke, aber da müsst ihr durch. Blutorange finde ich ehrlich gesagt richtig krass. Wir hatten schon mal, glaube ich, eine, vielleicht sogar zwei Sorten mit Blutorange und das fand ich super lecker. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was Just Legends damit so gemacht hat. Denn ich muss sagen, bei Just Legends, bei den Gaming Boostern, bin ich vom Geschmack her schon bei den meisten Sorten überzeugt. Und was ich ganz lustig finde, es schmeckt immer ein bisschen anders, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. So, Glasuntersetzer, wir sind hier nicht bei den Wilden. Also ich sag ganz ehrlich, so die Farbe knallt schon mal rein, ne? Ich möchte eigentlich so gerne, dass es mir schmeckt. Wir schauen mal. Also dann geht's ab. Mystery Probe Adventskalender. Theoretisch, wenn ich richtig informiert bin, Blutorange. Wir probieren das Ganze mal. Das schmeckt schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das ist schon eine sehr krasse Sorte. Hoffentlich bleibt die nicht Mystery, sondern kommt irgendwann genauso raus. Richtig schön fruchtig, schön Orangenaroma. Du merkst aber, dass es nicht so diese ganz normale Billo-Orange ist, sondern dass die wirklich auch Blutorange meinen. Schön tief fruchtig, bisschen süß, bisschen sauer hinterher, krasses Ding. Ja, und dann das Ganze ohne Zucker, ohne Taurin, nur natürliche Inhaltsstoffe. Das ist schon krass, wie man dann sowas da zusammengewürfelt kriegt. Echt lecker. Muss ich sagen, bin ich jetzt aber echt überrascht. Sehr, sehr lecker, richtig gut getroffen. Man merkt also wirklich eben Blutorange auf jeden Fall. Schön süß, ein bisschen säuerlich, wie eine, ja, wie so eine richtig reife Sommerfrucht. Krass. Also das ist ja fast noch nicht mal im Handel, aber ich würde fast sagen, meine Lieblings-Just Legends-Sorte. Okay, Just Legends, kommen wir gleich auf den Punkt. Da machen wir keine Ausnahmen, das muss in den Shop. Mega hammerlecker, richtig geil. Also, ja, sicheres Ding. Auf jeden Fall können wir da zur Bewertung kommen. Wir bei Colin und Dennis TV bewerten nach dem olympischen Prinzip Gold, Silber, Bronze. Und für richtige Kracher-Sorten haben wir uns noch was extra einfallen lassen und designen lassen. Da gibt es einen geilen Diamond Shaker. Jetzt schauen wir mal hier, Blutorange von Just Legends als Mystery-Probe. Ist eine absolute Überraschung für mich, schmeckt mega lecker, richtig schön fruchtig, die Frucht perfekt getroffen. Für mich persönlich vom Geschmack her ist eben genau dieses Süß-Sauer-Verhältnis auf dem Punkt. Krasser Diamond Shaker, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal bei Just Legends einen vergeben habe. Hier ist er jetzt, Hammersorte. Wenn die nicht in den Shop kommt, ist das die Enttäuschung des Jahres, sage ich jetzt schon. Richtig, richtig lecker.
Da bin ich echt gespannt, was jetzt bei Just Legend so als nächstes kommen wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt mal schnell bei Insta rein. In den Stories hauen wir immer auch so ein bisschen, sagen wir mal, Werbung und Vorschauen raus eben zu den einzelnen Gaming-Booster-Anbietern. Da wird auf jeden Fall auch immer Just Legend zwischendurch mal hier auserkoren. Richtig geil. Unbedingt reinfolgen, dann verpasst ihr nichts. Spart ihr euch vielleicht auch da irgendwie 10 Abos bei irgendwelchen anderen Herstellern. Infos kommen über uns. Richtig nice. Hier könnt ihr auch schnell reinfolgen auf YouTube. Falls ihr Bock habt und vielleicht auch das nächste Testvideo nicht verpassen wollt, unbedingt mal die Glocke aktivieren. Kriegt ihr eine Push-Mitteilung, wenn das kommt. Und jetzt nochmal so abschließen. Ich will jetzt bei diesem Video nicht so viel über diesen Adventskalender labern, weil er halt vorbei ist. Aber was war eigentlich euer Highlight aus dem Adventskalender? Das passt hier in die Kommentare. Und da kann man jetzt nur noch sagen, ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Just Legends inhalieren. Bis dann, Leute. Tschüss. We'll be right back.